Hallihallo, liebe Leute! Ich, DJKR87, begrüße euch wieder zu einem neuen Let's Play! Und zwar zu einem Spiel aus dem Hause Infogrames. Und zwar spielen wir Lucky Luke für den Game Boy Color. Auch wenn dieses Spiel schon für den ganz alten Game Boy gab, es wurde später auch für den Game Boy Color umgesetzt. Und wir geben uns auf die Reise eines Comic-Helden, der damals... Welche Schwierigkeitsgrad nehme ich? Medium, ja. Der halt damals, ja, durch Comics sehr berühmt wurde oder auch Zeichentrickserien, nicht Serien, Verfilmung halt. Und wir begeben uns jetzt auf die Reise mit Lucky Luke, Rantanplan, den Hund, und Jolly Jumper, dem Pferd von Lucky Luke. Und starten direkt mal durch. Oh, ein Postbote. Massiver Ausbruch. Aus Zuchthaus. Stopp. Jesse James, Billy the Kid, Pat Poker und die Daltons. Auf der Flucht. Stopp. Jesse James in Painful Gulch gesehen. Stopp. Yay. Und wir können loslegen. Ja. Mit Lucky Luke können wir spielen. Wir können, ja, rumlaufen. Wir können rumtanzen. Wir können ungewöhnlicherweise mit B springen. Ja, in diesem Spiel springt man mit B. Und mit A können wir schießen. Mit unserer Pistole. Und wir haben, wie ihr da unten seht, nur begrenzte Munition. Sobald die alle ist, können wir nur noch mit der Faust zuschlagen. Aber mit der Pistole hat man Vorteil bezüglich Distanzangriff und so. Und wir müssen hier halt versuchen, solche Dinger hier auszuweichen. Also Hindernisse und so. Das, was ihr da oben seht, ist Dynamit. Das können wir aufsammeln. Und wenn wir uns dann ducken und, ich glaube, A drücken, nein, B, genau, dann legt man das Dynamit hin. Das braucht man auch noch für den späteren Verlauf und das ist Munition für die Waffe. Cantina. Ja, wir befinden uns nun im Wilden Westen, wie das halt bei Cowboys und so üblich ist. Und so können wir halt Gegner besiegen, indem wir die Waffe benutzen. Und hier gibt es Sterne zum Sammeln. In jedem Level gibt es 5 Sterne zu finden. Wenn wir in jedem Level 5 Sterne finden, dann kommen wir in eine sozusagen Bonus-Level, wo wir ein extra Leben angeln können. Und ja. Ah, das wollte ich nicht. Okay, wir können auch hier halt an Häusern hochklettern, wenn man so an die Kante springt. Also es ist echt schon nett gemacht hier das Spiel. Es gibt auch eine Lucky Luke-Umsetzung für Super Nintendo. Allerdings ist das auch wieder mit Level anders gemacht worden. Halt wie das bei Infogrames so üblich war zu der Zeit. Die haben zwar mehrere Adaptionen oder Versionen rausgebracht, aber immer anderen Levelaufbau. Nicht so wie gewisse andere Firmen das gemacht haben. Gleiches Spiel rausgebracht und die Levels auch noch gleich gemacht. Also übernommen. Deswegen finde ich das hier schon gut. Und wie gesagt, das Spiel erschien auch damals auf dem alten Game Boy noch. Und dann haben sie es halt für Game Boy Color umgesetzt in Farbe. Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Jahr das dann für Color rauskam, 96, 97, halt wo der Color rauskam zu der Zeit, denke ich mal, war das. Aber Infogrames hat auch viele Gameboy-Spiele, ja genau, wir können auch nach oben schießen, aber das bringt jetzt nicht viel, hat auf jeden Fall auch viele Gameboy-Spiele rausgebracht und sie dann halt nochmal in farbiger Form rausgebracht, also halt hauptsächlich von Comic-Helden. Und ja, auf jeden Fall, Infogrames, wie ich mich erkundigt habe, ist eine französische Gesellschaft, die, na komm, ja, die sich halt hauptsächlich zu der Zeit finde, also was ich jetzt davon kenne, diesen Stock müssen wir aufsammeln, dazu gleich, hat sich halt hauptsächlich damit basiert auf Comicfiguren-Spiele zu machen, die haben aber auch nicht nur Comicfiguren gemacht. Im Jahre 2003 wurde Infogrames von Atari aufgekauft oder andersrum. Auf jeden Fall ist Atari jetzt Infogrames und werdet dadurch auch die Spiele wiederfinden. Teilweise. Zwar habe ich bisher noch nicht gesehen, dass irgendwie wieder ein Lucky Luke Spiel gemacht wurde, aber Asterix und Obelix Spiele gibt es auch neuere. Deswegen hatte mich das auch schon mal gewundert damals, dass Asterix noch von Atari sozusagen veröffentlicht wurde und nicht mehr von Infogrames selber. Aber ist das echt 2003... von Atari, also dass Infogrames jetzt Atari ist, finde ich eigentlich schon krass.
bei Atari wird dadurch größer, machen auch mehr Spiele und so. Das ist schon irgendwie faszinierend. Und wir haben das erste Level schon abgeschlossen. Ja, hier steht noch nicht mein Exit-Schild. Scheiße, mir fehlt ein Stern. Egal. Macht nichts. Postkutsche. Das zweite Level. Ui, und wir reiten auf einer Kutsche. Wow, und für uns fliegen Adler entgegen. Die wir auch abschießen können, aber am besten ist, man bleibt hier einfach auf den Sitz des Kutschenreiters sitzen. Wow, scheiße, die habe ich ganz vergessen. Und muss halt zusehen, dass man hier diesen, ja, Dingern hier ausweicht. Weiß auch nicht, wie man diese Teile jetzt nennt da. Aber jetzt kommt ein Indianer. Moment, den Stern will ich mitnehmen. Auf jeden Fall, ja, dieses Spiel Lucky Luke für Gameboy kenne ich auch noch von damals, weil ich mir jetzt mal von einem Kumpel damals ausgeliehen hatte und sehr begeistert von dem Spiel, ja, irgendwie war. Und ja, selber habe ich es mir leider nicht geholt. Aber ich konnte mich noch sehr gut an das Spiel erinnern, so. Und dachte mir, dass ich ein Let's Play davon machen könnte, um euch halt auch mal in die alte Zeit zurückzuversetzen. So in die Zeiten der Comics und ja, wie soll ich sagen, halt in der Zeit, wo es noch wirklich solche Comics und solche Spiele gab. Oh nein, dieser Indianer ist böse. Eigentlich müsste der Indianer uns ja erreichen können und uns dann überfallen. Ja. Ah, verdammt, ich bin gleich tot. Ja, ihr seht da unten auch auf jeden Fall, wie viele Herzen ich habe. Wenn die halt auf 0 sind, dann habe ich auf jeden Fall noch einen Treffer und dann bin ich erledigt. Ihr seht da auch, wie viele Munition ich habe. Keine, ich habe nur noch 3 Schüsse. Ich kann es euch ja gerne zeigen, wenn die Munition alles, dass ich dann nur noch schlagen kann. So, jetzt kann ich noch Punch, Punch, Punch. Ah, ich wollte noch nicht runterfallen. Auf jeden Fall ist das dann sehr fies, wenn man dann nur noch so im Nahangriff auf die Gegner losgehen kann. Aber das ist trotzdem recht machbar. Ah, verdammt. Springen fällt mir gerade etwas schwer. Okay, kommt noch irgendetwas? Das Level geht auf jeden Fall schon ziemlich lang, aber es ist relativ leicht. Oh, schon geschafft! Woohoo. Und 5 Sterne, yes! Das heißt Bonus-Level. So, Stage 1. Ja, in diesem Bonus-Level seht ihr unten links schon, müssen wir Flaschen abschießen. Und da müssen wir einfach nur in den richtigen Moment, wie das Fadenkreuz gleich übers Bildschirm geht. Ich glaube A drücken, ja A. Und zack, zack, nein! Auf jeden Fall, wenn ich alle Flaschen treffen würde, dann würde ich ein extra Leben bekommen. Was ich jetzt aber leider schon vermasselt habe. Aber egal, kann ja auch nicht immer klappen. Habe ja noch ein paar extra Leben. Auf jeden Fall für den späteren Spielverlauf muss ich zusehen, dass ich noch sehr viele extra Leben behalte. Und wir sind im Painful Gulch. Wo sich, Billy the Kid? Nein, wer war das jetzt nochmal? Jesse James, genau. Jesse James befinden soll. Okay, ich sollte auf jeden Fall aufpassen. Ich habe nicht mehr viel Energie. Ah, hier sind sogar 7 Fässer. Okay. Jetzt muss ich auf jeden Fall da nach oben und mich an dieser Wäscheleine festhangeln. Oh, das wollte ich nicht. Auf jeden Fall kann man sich hier an sehr vielen Sachen festhalten. Und ich finde auch die Animationen von Lucky Luke sind hier toll gemacht. Oh. Also die Klettanimation und so. Stirb. Nein! Nicht ich. Der sollte sterben. Mist. Egal. Dieses Level ist sowieso ziemlich lang. Also könnt ihr euch darauf festlegen, dass das hier etwas dauern kann, das Level. Das könnt ihr mir echt glauben. Dieses Level hat es echt in sich. Oh, ich wollte mich nicht ducken. Da, da, da. Aber die Musik hier in diesem Spiel ist auch schon recht gut gemacht. Also richtig so Western-mäßig. Also man merkt auch wirklich so einen leichten Western-Touch daraus. Das finde ich echt schon genial gemacht. So irgendwie. Also ich finde wirklich schon, dass Infogrames wirklich da gute Arbeit geleistet hat. Dieses Ding musste ich auf jeden Fall jetzt runterschießen. Damit ich, ja, da an das Seil komme, aber ich will erstmal gucken, was hier nochmal rechts war. Scheiße, das bringt nichts. Da oben ist ein Stern.
Ah ja, genau, hier. Ihr seht hier jetzt den richtigen Boden. Das heißt, dass ich hier jetzt Dynamit... Ah, verdammt. Einsetzen muss, um halt den Weg frei zu machen. Und wenn ihr da halt versteckte Sachen oder was auch immer. Also für einen späteren Verlauf ist das auf jeden Fall noch notwendig, dass ich da solche Sachen nachprüfe, wo ein Riss in der Wand ist oder so. Und hopsa! Nein! Ich komme da nicht zu den Sternen, das gibt's nicht. Oder komme ich da anders hin? Wow! Okay. Ah, vergiss es. Nicht mit mir. Komm ich. Kann ich. Ja, okay, ich kann da hochklettern. Gute Abkürzung. Sonst müsste ich hier eigentlich die Treppen laufen. Castlevania-like. Aber der Treppenlauf hier ist wesentlich angenehmer als bei Castlevania. Ich kriege ja wohl höchstwahrscheinlich nicht alle Sterne.